Am Anfang war die Henne. Und die schuf das Ei. Aus dem wiederum eine Henne entstieg. Die wiederum ein Ei ausbrütete. Aus dem eine weitere Henne kroch. Und daraus ein weiteres Ei. Aber wenn zuerst ein Ei da war, dann entstieg dem die Henne. Und die schuf dann die Welt. Nein, das hatte das Ei doch vorher schon getan. Hast recht. Dann war am Anfang halt ein Hai. Wie? Ein Haifisch, der Henne und Ei fraß? Ein Hai. Sagtest du schon. Aber wenn der Henne und Ei fraß, dann müssen beide rein theoretisch vorher da gewesen sein, bevor der Haifisch kam. Ich buchstabiere. H-E-I. H-E-I. Hai. Mischwesen aus Henne und Ei. Schwer vorstellbar. Und dieser Hai erschuf dann die Henne. Aus dem dann das Ei entstand. Klingt irgendwie blöd. Nicht meine Schuld. Du hast doch angefangen mit dieser unsinnigen Diskussion über die Schöpfungsgeschichte. Nee, du. Nein, 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 du. Du. Nein, du. Nein, du. 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 Du.